Betätigen Sie zunächst den Ausklinkmechanismus und nehmen Sie die Grundbacken aus dem Futterkörper. Drücken Sie zum Überbrücken der Sicherheitsfunktion den Raststift der Keilstange nach unten und entnehmen Sie den Ausklinkschlüssel. Lösen Sie als nächstes die Befestigungsschrauben der Schutzbüchse. Lösen Sie dann die Schutzbüchse mit einer Schraube über das Abdrückgewinde. Lösen und entnehmen Sie die Schrauben von vorne und aufnahmeseitig. Trennen Sie Aufnahme und Futterkörper voneinander. Nehmen Sie dann die Sicherungsbolzen komplett mit Federbolzen und Feder heraus. Drehen Sie den Halterring komplett heraus. Benutzen Sie dafür gegebenenfalls einen Hammer und Durchschlag. Nehmen Sie die Zugbüchse vorsichtig heraus, da die Kugeln der Rastfunktion leicht herausfallen und verloren gehen können. Entnehmen Sie die Kugeln mit Hilfe einer Pinzette. Stellen Sie das Futter seitlich auf, damit der Kolben mit den Keilstangen herausgeklopft werden kann.
Bringen Sie den Exzenterbolzen der Keilstange in die Ausgangsposition und klopfen Sie ihn anschließend mit einem Aludom heraus. Zerlegen Sie die Keilstangen, indem Sie Federn, Druckbolzen und Raststift entnehmen. Wiederholen Sie den Vorgang bei allen Keilstangen. Fertig ist die Demontage eines THW Plus Spannfutters.